Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich sehe gerade, hier steht 67 Kommentare unter meinem Video, die ich euch jetzt tendenziell ursprünglich alle beantworten wollte. Hui! Gut, ich habe Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr wisst hiermit, worauf ihr euch einlasst. Wer mich schon mal irgendwo gesehen hat, weiß, dass Kurzfassen nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört. habe mir das so vorgestellt, ich lese jeweils die mir spontan relevant erscheinenden Teile eines Kommentars vor, wenn es ein ewig langer ist. Das heißt, ich kürze da also quasi noch ein bisschen, muss die Kamera noch ein bisschen optimieren. Und Reihenfolge, wie sie hier meine YouTube Studio App vorgibt. Das Ding ist nicht besonders perfekt, aber ist besser, als wenn ich jetzt irgendwie anfange, mit dem Browser zu arbeiten. Das soll übrigens in keinster Weise irgendeine Werbung für ein technisches Gerät dieser Art hier sein. So, wie gesagt, Reihenfolge, wie sie vorgegeben ist, das ist so mehr oder weniger nach Zeit, sprich die aktuellen Sachen zuerst, die nicht so aktuellen Sachen am Schluss. Also das ist nicht böse gemeint von mir, aber das ist so für mich einfach jetzt praktikabler. Auch wenn die Leute, die zuerst kommentiert haben, ja eigentlich auch zuerst rankommen sollten, aber wo gibt es schon noch Gerechtigkeit auf dieser Welt? Achso, und noch letzte Ankündigung. Ich versuche das Ganze hier im One-Take aufzunehmen. Sprich, ich will auch nichts rausschneiden hinterher, weil sonst könnte man mir unterstellen, dass ich hier irgendwelche Dinge eingebaut habe, die ich dann ja eingebaut habe, eben durch Schnitte. Deshalb könnt ihr ruhig ein bisschen gucken. Wenn es mal einen Schnitt gibt, dann werde ich versuchen, den anzukündigen, weil den wird es wahrscheinlich geben, weil ich habe das dumpfe Gefühl, dass mir ein Akku nicht reichen wird und dann ist ein zwangsweise Schnitt drin und irgendwann muss ich auch pinkeln. Also legen wir los. Und erster Kommentar ist von Xelos Salat vor 9 Minuten. Ossa. Ich habe dich vor einiger Zeit mal gefragt, wie deine Prüfungen zum Förster so aussehen. Also was für Themen man da wissen musste. Stimmt, hast du. Falls du das schon gesagt hast, tut es mir leid, dann ist es an mir vorbeigegangen. Und noch etwas. Bei uns im Garten steht eine Reihe junger Fichten, welche von Kletterpflanzen überwuchert werden und dadurch alle Nadeln verloren haben. Sind die jetzt tot oder können die nochmal Nadeln bilden? Woran erkennt man, dass der Baum endgültig tot ist? Schleimmodus off. Moment, da muss vorher ein Lob gewesen sein, das habe ich überlesen. Sorry für das etwas langere, danke. Interessanten Videos, freue mich immer, wenn ich dich in der Abo-Box sehe. Oh ja, da haben andere schon schlimmer geschleimt. Ja, gerade habe ich gesagt, ich mache keinen Schnitt und jetzt habe ich doch einen drin. Naja, da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt gerade. So, die Uni-Prüfung. Ja, das ist halt eben das Problem mit dem Bachelor- und Master-System, dass man im Gegensatz zum Diplom, das es früher noch gab, jetzt halt gezwungen ist, zu jeder Vorlesung, die man hatte, unbedingt auch eine Prüfung zu machen. Das heißt, man kann, oder man hat die Vorlesung sozusagen nicht gehabt. Dann steht auch nirgends, man ist da gewesen, dann kann man es nicht beweisen. Man kann sich trotzdem reinhocken und trotzdem zuhören. Das habe ich bei vielen Vorlesungen gemacht, just to know, einfach nur für mich, um was zu lernen. Aber hinterher kann man das halt nicht beweisen, dass man dann da was gelernt hat. Sondern man muss immer eine Prüfung machen. Und diese Prüfung muss immer am Ende des entsprechenden Semesters sein. Beziehungsweise es gibt ein paar Studiengänge in Deutschland, die haben die Prüfungen jeweils am Ende der Semesterferien. Man hat also Semesterferien, dann Prüfungen und dann das direkte Semester dann wieder drauf. Das hat den Vorteil, man hat in den Semesterferien Zeit zum Lernen, das hat den Nachteil. Man hat quasi damit keine Semesterferien, weil man die halt eben zum Lernen benutzt. Die Alternative, man hat die Prüfung am Ende des Semesters, heißt man hat während des Semesters weniger Zeit für Party. Und ähnliches, wobei ich jetzt nie der große Partymacher gewesen bin. Und ich stelle gerade fest, hier dreht sich dauernd mein Bildschirm um. Das schalten wir mal kurz ab. Prüfung.
Forstwissenschaft ist, glaube ich, so ein mittelschwerer Studiengang. Ist schwer, das einzuschätzen. Es gibt sicherlich einfachere. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch schwerere. Ich finde, die Schwierigkeit von Prüfungen sollte jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend dafür sein, ob man jetzt einen tollen Beruf hat oder nicht. Also vielleicht hat der Astrotechniker oder keine Ahnung, der Luft- und Raumfahrtingenieur oder sonst wie mehr zu lernen gehabt als ich. Ja, mir sind Prüfungen insgesamt relativ schwer gefallen. Ich bin nicht gut darin, jemandem auf einem Blatt formulierte Frage die Antwort zu geben, die er gerne hören möchte, die er sich vorher ausgedacht hat. Weil das musst du ja machen als Mensch, der Prüfungen korrigiert. Du musst dir ja quasi vorher eine Antwort, die als richtig gilt, aussuchen. Sonst kannst du ja bei allem, was irgendjemand hinschreibt, was einigermaßen drauf passt, sagen, das ist richtig. Das machen auch manche Profs. Bei uns war das nicht so üblich. Da gab es dann halt eben die eine, mehr oder weniger mit einer gewissen Toleranz natürlich, richtige Antwort. Bei den meisten Klausuren hatte ich zumindest diesen Eindruck. Und ein, zwei Profs haben mit mir da auch schon mal drüber gesprochen. Und ja, in sowas bin ich nicht gut. Ich bin mehr gut so, mir ist nicht unbedingt eine konkrete Frage mit der gewünschten Antwort zu versehen, sondern eher mehr so das grobe, große Ganze und die Zusammenhänge noch mit einzubauen und so weiter und so fort. Und ich bin auch nicht gut im Dinge auswendig lernen, also jetzt so wirklich so Faktenwissen von wegen, was ist Hemicellulose? Puff, spucken sie es aus oder da kann schon mal sein, dass ich dann vergesse, was das entsprechende Dingens jetzt gewesen ist und der Name mir dann einfach nicht einfällt oder ich gerade nicht weiß, wie jetzt dieser Vogel da gleich nochmal heißt, den ich da schon 17 Mal gesehen habe. Da hatte ich so ein bisschen so meine Schwierigkeiten. Also das vielleicht so ja, in Richtung Prüfungen. Was mir immer leicht gefallen ist, ist dann Dinge zu behalten, die in irgendeinem größeren Zusammenhang stehen quasi. Man nimmt das Wissen, was man schon hat von Ökologie, das ja die Wissenschaft vom Zusammenhängen von allem in der Natur ist, und knüpft da noch irgendwas dran. Und wenn ich also was lernen musste, was ich gut an mein schon vorhandenes ökologisches oder ökonomisches Wissen, das funktioniert ja leider Gottes so ähnlich, anknüpfen konnte, dann habe ich mir das auch immer gut merken können, aber das waren halt auch meistens mehr so Zusammenhänge und das ist auch wieder ein Problem im Bachelor-Master-System, dass sowas ganz schlecht geprüft werden kann, ob jemand die Zusammenhänge verstanden hat oder nicht, weil wenn du eine Frage fragst in einer schriftlichen Klausur, die so komplex ist, dass man da die ganzen Zusammenhänge hinschreiben muss, dann bist du nur noch mit Korrigieren beschäftigt und dass das ein Professor, der ja nun wirklich Besseres zu tun hat, als Klausuren zu korrigieren, nicht möchte, verstehe ich voll und ganz, aber das sind nur so ein paar Eckpunkte dessen, was man jetzt da dem Thema sagen kann. Ich habe während meinem Studium auch sehr viel Zeit in der studentischen Vertretung verbracht und habe mich genau um solche Sachen gekümmert und gerade über so ein Zeug wirklich wochenlang aufgeregt und diskutiert und saß auf vielen, vielen, vielen hundert, ach, tausend Stunden entsprechenden Sitzungen mit teilweise auch ein bisschen wichtigeren Leuten zusammen. Und sowas haben wir wirklich rauf und runter diskutiert. Aber das ist ja jetzt nicht direkt ein Waldthema, das ist mehr ein Studieren in Deutschland-Thema. Das ist zwar auch sehr wohl ein Fachbereich von mir, eben durch meine ganze Arbeit in der studentischen Vertretung. Das ist ja völlig Wurst, ob man da Förster ist, Biologe, VWLer, scheißegal. Da könnte ich viel zu sagen, aber dann, das ist der erste Kommentar, also, ist ja, ne? Ich mach mal weiter. So, das ist ein blöder Spruch, den sparen wir uns. Dann möchte der Wonderful World Channel, weist darauf hin, Servus Ben, ein Video aus der fröhlichen Ecke. Fröhlichen Ecke? War das jetzt ein, das verstehe ich nicht ganz. Egal, ich stelle eigentlich grundsätzlich keine Fragen, aber bei deinem sympathischen Art lasse ich doch mal eine Frage ab. Wie stehst du persönlich zum Thema Wald- und Tierschutz innerhalb der Wälder? Also auch rechtliche Vorschriften zum Beispiel, was darf man im Wald und was darf man nicht? Da würde mich deine Sichtweise mal sehr interessieren. Da möchte ich erstmal auf meine Waldverhaltensregeln verweisen. Ist, glaube ich, vor ein paar Wochen oder was online gegangen, das entsprechende Video. Bens Waldverhaltensrichtlinien, irgend sowas. Einfach mal entsprechend in meinen Kanal gucken. Ist, glaube ich, und auch in der Playlist zu Sonstiges zum Wald oder wie die heißt, das weiß ich immer gar nicht so genau. Da habe ich einiges dazu gesagt. Ich möchte das Thema Tierschutz vielleicht noch mal ein bisschen separater aufgreifen. Das ist so ein bisschen schwierig.
ich bin ja so von meinem Denken her jetzt so der Hardcore-Ökologe so ein bisschen. Und ökologisch gesehen ist Artensterben jetzt eigentlich nichts Besonderes und gehört irgendwo dazu. Das hört man auch in jeder Vorlesung, die sich mit dem Thema Biodiversität beschäftigt. Und das Zweite, was man hört, aber die Aussterbensrate der Arten ist derzeit so hoch wie, naja, soweit wir wissen, noch nie, mehr oder weniger. Hängt natürlich mit der Lebensraumvernichtung zusammen, jetzt hier Waldabholzung in den Tropen und ähnliche Späße. Es ist mit Tierschutz also auf jeden Fall schwierig, wenn man eben, wie gesagt, Hardcore-Ökologe ist. Da gibt es zum Beispiel so Fragen, bei denen tue ich mich enorm schwer. Waschbär beispielsweise. Das Viech ist so krass sympathisch. Also so ein Waschbär ist doch nun wirklich echt ein knuffiges Viech. Ja, das war nicht sehr männlich, ich weiß. Egal. Trotzdem, die sind wirklich super sympathisch. Aber die sind schon irgendwo ein Schädling für den Rest der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt. Mehr der Tierwelt, weniger der Pflanzenwelt. Ja, was tut man da? Soll man die jetzt alle abschießen oder nicht? Und das sind so Fragen, da weiß ich es nicht beim Tierschutz. Deshalb möchte ich mich beim Tierschutz allgemein vielleicht so ein paar Grundsätze beschränken, was man da tun und nicht tun sollte, beziehungsweise was da erlaubt sein sollte und nicht sein sollte. Ich halte da sehr, also da ist mir die Jägerschaft sehr sympathisch, weil die ja wirklich versuchen, wenn sie ein Tier zu erlegen, das so für das Tier so, na, das klingt jetzt wieder blöd, aber so angenehm wie möglich zu gestalten. Da habe ich gerade neulich unter irgendeinem anderen Video auch einen Kommentar gelesen, von wegen, dass das einer ulkig fand, dass ich gemeint habe, ein schöner Tod, wenn du da auf der Wiese stehst und fröhlich, gemütlich vor dich hinkaust und denkst nichts Böses und dann hörst du noch gerade einen Knall und eine Sekunde später merkst du schon nichts mehr. So als Reh, aus Rehsicht gesehen. Sowas zum Beispiel ist mir jetzt in Tierschutzaspekten enorm wichtig, dass zum Beispiel die Jagd eben tierschutztechnisch auf einem super, super, super hohen Niveau ausgeführt wird, dass eben auch, und da sind sich die Jäger auch einig, immer nur Munition verwendet wird, die dann auch krass tödlich ist, dass man möglichst die Rate der angeschossenen Tiere so gering hält, wie das halt möglich ist im Rahmen dessen, dass man sie halt nicht im Schlachthaus irgendwo hängen hat und ihnen gemütlich die Kehle durchschneiden kann. Das sind so Sachen, die mir jetzt in Sachen Tierschutz echt wichtig sind. Ja, allgemein ist das Jagen ja an sich sowieso grundsätzlich mal was möglich sein sollte. Erstens mal, um den Bestand eben entsprechend zu regulieren, da wir halt eben keine Beutegreifer haben, müssen wir selber eingreifen. Wir sind schuld an der Kulturlandschaft. Deshalb muss diese Kulturlandschaft nun mal jetzt auch gemanagt werden. Wir können jetzt nicht so tun, als hätten wir hier Urwälder und sie entsprechend völlig fernab der Menschen behandeln, außer auf kleinen Flächen, wo das dann auch wieder mit einem riesigen Verwaltungsaufwand verbunden ist, zum Beispiel irgendwie die deutschen Nationalparke. Aber wenn man das auf der gesamten Fläche, das ginge einfach nicht, weil wir haben nun mal eine Kulturlandschaft und dementsprechend müssen wir handeln und dementsprechend müssen wir natürlich auch Regeln zum Tierschutz haben, aber wir müssen halt eben auch irgendwo eine reine, die Tiere dürfen machen, was sie lustig sind, weil es Tiere sind, Regelung wäre auch wieder blöd. Das funktioniert nicht. Ja, da erwischte mich mehr oder weniger ziemlich spontan mit der Frage, was ich damit jetzt genau sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie einigermaßen verständlich gewesen. Ist auch ein super komplexes Thema, also da könnte ich gleich mehrere Videos zu machen, über mehrere Stunden, wenn ich den gesamten und inwieweit das rechtlich gut oder schlecht und so weiter. Rechtlich, genau. So den Natur- und Artenschutz, so von der Gesetzeslage her und so weiter und so fort, finde ich schon sehr solide bei uns. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Wenn, dann könnte man in ein paar Details vielleicht noch ein bisschen dran drehen. Andererseits, die meisten Gesetze, die wir in Deutschland haben, über die wir uns auch viel aufregen, aber die machen schon Sinn. Die sind halt eben für eine Gesellschaft gedacht, in der enorm viele Leute leben und die sollen halt verhindern, dass diese enorm vielen Leute, dass da nicht eine große Zahl von denen quasi auf die Idee kommt, irgendwas zu machen, was in einer kleinen Zahl egal wäre, wie eben jetzt zum Beispiel hier und da mal ein winzig kleines Feuerchen im Wald, sofern das fachgerecht richtig gemacht ist, aber wenn man es plötzlich erlauben würde und jeder Depp das machen würde, dann kann ich euch garantieren, dass dann demnächst der Wald brennt. Deshalb, solche Dinge finde ich schon sinnvoll und insgesamt wirklich unsere gesamte Rechtslage zur Natur schon, das macht schon in den allermeisten Fällen Sinn. Der Paragraph 42a übrigens nicht so, Waffengesetz, aber lassen wir das, sonst kommen wir hier ans Hundertste und Tausendste.
So, dann möchte der Johnny 0405, will nicht wissen, sondern schreibt. Grundsympathischer Mensch. Als Soldat findet man sich schmunzelnd wieder. Verloren. Smiley, das ich jetzt nicht so ganz zuordnen kann. Und so weiter. Eine Frage wäre, stellst du dir für deine Touren EPA her? Und wenn ja, wie? Oder kaufst du nur Zeug und kochst einfach Outdoor? Abgesehen von Esskastanie kannst du mal ein Video machen, was zu futtern draußen man noch machen kann. Kochen im Wald oder irgendwie sowas. Ja, letzteres, ja. Mein Plan war, zu sämtlichen Ernährungsfragen, die sich mit Essen aus der Natur beschäftigen, hin und wieder, immer mal wieder so ein bisschen was. Jetzt ist gerade Winter. Jetzt im Herbst hatte ich halt eben mein Maroni-Projekt. Das hat mir dann auch schon wieder gereicht. Ich will nicht zu viel in einer Themenbereich-Ecke rumhocken. Deshalb mache ich auch derzeit zum Beispiel wenig Baumwissen für Bushcrafter-Videos. Da gab es ja mal eine Zeit lang relativ regelmäßig die Dinger. Ja, aber auf jeden Fall so weiteres essbares Zeug aus dem Walde und dann auch Zubereitungen wird kommen. EPA-technisch, also wenn ich eine große Tour vorhabe, bei so kleinen Touren, ach Gott, dann nehme ich mir ein Wurstbrot mit, da mache ich mir eine Dose Ravioli auf dem Hobo warm, irgendwie sowas. Bei großen Touren ist mein Standard-Verpflegungssatz besteht aus 125 Gramm, exakt wissenschaftlich genau abgewogen und einzeln verpackt. Ben Spezialmüsli, das ich aus verschiedenen Müsli-Mischungen aus dem Supermarkt dann zusammenmische, damit da genau der richtige Nussgehalt, der genau richtige Schokoladenanteil, speziell knusprige Haferflocken statt der langweiligen normalen Haferflocken drin sind, und all so ein Kram und davon halt eben quasi auf die 125 Gramm gebracht, weil ich mir dann ungefähr ausgerechnet habe, dass diese Portion dann in etwa 650 Kilokalorien mir gibt als Frühstück in Verbindung mit Milch, früher noch aus Milchpulver aus der Tüte, also so ein Trockenmilchpulver, jetzt mit F100 Compri, diese Milchbarren, die habe ich beim Saki mal gesehen, beziehungsweise habe sie vorher schon mal in diversen Online-Shops entdeckt, aber der Saki hat sie dann auch mal getestet und vorgestellt, dann fand ich die so genial, dass ich das unbedingt ausprobieren wollte, hatte den Saki auch gefragt, kann man das denn auch auf Tour und sich als ein Milchpulver quasi damit anzurühren, hat der Saki gemeint, ja kann man, habe ich in Schottland ausprobiert, tipptopp, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für an den Saki. Das war echt super. Das ist eine Wahnsinnsergänzung zu meinem Frühstück. Weil dieses Pulver, Milchpulver, da musstest du wirklich richtig viel mitschleppen. Das war dann vergleichsweise unhandlich. Dann hat man ein bisschen was davon immer in die Pampa geleert, mehr oder weniger aus Versehen mit diesen viereckigen Barren. Das ist einfach viel besser. Das ist Frühstück. Zum Mittag gibt es traditionell eine halbe Staffel Rittersport. Das ist Absicht, dass ich dann immer das Gleiche zum Mittag esse, damit es mir nicht zu sehr schmeckt. Weil auf langen Touren, wenn man dann was Geiles zum Mittag futtert, irgendwas, was so richtig krass gut schmeckt, futtert man wieder zu viel und dann kommt man mit dem Vorrat nicht hin. Also ich rede jetzt von Touren 10 Tage aufwärts, wenn ich sage, jetzt bei längeren Touren. Plus halbe Staffel Rittersport plus so ein kleines Päckchen gesalzene Erdnüsse, weil die gibt es so einzeln verpackt. Die sind dann auch wunderbar zu dosieren. Gut, man hat ein kleines bisschen Müll, aber das wiegt ja nichts. Das stopfst du schön zusammen, presst das gut entsprechend unten in den Rucksack rein und gut ist. Dann verliert man den Müll auch nicht und lässt auch nichts in der Natur zurück. Und wiegen tut das dann als leere Packung ja auch nicht mehr viel. Ja, das ist Mittagessen und abends habe ich dann für längere Touren dann schon so irgendwelche Trekking-Mahlzeiten, so Militärtüten essen, also heißes Wasser reinkippen, umrühren, fertig. Die haben ja jeweils so irgendwas um die 500 Kalorien pro Essen. Das muss dann halt abends in Gottes Namen reichen. Längere Touren sind bei mir auch immer so ein bisschen Diätprogramm. Irgendwann muss man ja mal wieder ein paar Zivilisationskilos loswerden. Ich komme dann insgesamt meistens so auf über die gesamte Tour, über den gesamten Tag so auf ungefähr 1500 Kalorien. Mehr braucht man meiner Meinung nach für eine kürzere Zeit, solange man noch entsprechende Zivilisationskilos zusätzlich dabei hat, nämlich nicht. Für Notfälle bei scheiß Wetter oder wenn die Motivation mal ganz down ist, dann gibt es noch Trockenfleisch, also Beef Jerky von verschiedenen Herstellern. Ich hoffe, das spreche ich korrekt aus. Das brauche ich dann einfach halt mal so richtig schön Fleisch, wenn die Motivation im Keller ist. Wenn das Wetter einfach jetzt seit 3 Tagen durchregnet, dann haut man sich mal so eine richtige Handvoll Fleisch rein und dann geht's weiter. Also bei mir zumindest funktioniert das so. Was anderes herstellen tue ich eigentlich normalerweise nicht. Das ist so meine Standard-Tour-Verpflegung. Never change a running system. Damit bin ich schon ziemlich weit gekommen. Und das sehe ich, werde ich in nächster Zeit nicht. Für Notfälle habe ich auch dann immer noch irgendwie so ein WD-40.
BD40 ist ein Öl. Wie heißt das jetzt gerade? BP5 hieß es früher. Diese Weizenriegel halt. Da gibt es noch die anderen. Ach, Energy 5, genau. Das habe ich auch noch immer so für Notfälle dabei und über die Tour verteilt, wenn es mal wirklich ein richtig anstrengender Tag ist und ich merke, jetzt brauchst du mal ein bisschen mehr zu essen, dann gibt es davon noch 2, 3. Teilweise dann auch wieder als Brei zusammen mit diesem Milchpulver. Riegelchen. So. Dann möchte Exen207 schreibt, wird ein der Ortsgemeinde angehörender Wald immer von einem Forstamtsförster beförstert, hatte im Rahmen eines Ehrenamtes mal im Wald zu tun, war allein. Im Wald stiefelte ein Typ mit Kladde, Landkarte und GPS rum, machte eifrig Notizen. Wir kamen ins Gespräch. Er stellte sich als Geologe heraus, der für die Landesforsten irgendwas untersuchte. Ich bekam eine Visitenkarte seines Zwei-Mann-Unternehmens. Der Geologe meinte, in unserem Wald könnte es besser sein. Sein Mitarbeiter sei Förster, wo denn der Bürgermeister wohne. Er würde dann mal gern ein Angebot machen, aus dem Wald könne man mehr machen. Hat ein Stück Staatsland immer einen Förster? Die Frage beschäftigt mich schon lange, bevor ich den Mann im Wald gefunden habe. Es gibt ja in Deutschland Gegenden, wo eher wenig Bäume wachsen. Ja, dann nennt er ein paar Beispiele. Ja, stimmt. Beziehungsweise stimmt insofern, tatsächlich hat jedes Stückchen Land, das dem Bund gehört, also wirklich der Bundesrepublik, nicht irgendwie dem Land Baden-Württemberg zum Beispiel oder Bayern oder Hessen oder was auch immer. Jedes Stückchen Land, das in irgendeiner Form wirklich der Bundesrepublik gehört, das ist ein sogenannter, der echte Staatswald. Man sagt ja auch Staatswald zum Landeswald, aber der richtige Wald des übergeordneten Staates heißt er dann Bundeswald, ich glaube, der heißt wirklich Bundeswald, der hat schon mal immer einen Förster, wirklich jeder noch so kleine Zipfel. Das ist für den Förster immer ganz witzig, weil er mal hier ein Zipfelchenwald hat, da mal ein Zipfelchenwald und da mal ein Zipfelchenwald. Und das ist dann ganz oft so, dass sich eben deren Arbeitsgebiet wirklich über eine riesen Fläche erstreckt, wo sie halt dann immer nur mal für kleine Zipfelchen zuständig sind. Da kommst du viel rum, wenn du das machst. Ich kenne einen von der Sorte persönlich, der hat wirklich interessante Dinge erzählt und ja, bestimmt ein lustiger Job, könnte ich mir vorstellen. Einfach, weil du auch so viele verschiedene Waldtypen hast mit völlig anderen Ausgangsbedingungen, ist sehr anspruchsvoll, aber auch super abwechslungsreich. Wobei der Försterjob ist ja in jedem Fall abwechslungsreich. Also wenn man sich über was nicht beklagen kann, dann ist es Abwechslung. Es ist nicht ganz so abwechslungsreich, wie manche Leute immer denken würden, dass man jeden Tag hier und dann kommt auch der Bär aus dem sonst wo rüber und dann muss man mal wieder die nächste Frau heiraten, wie das die sämtlichen Förster im Forsthaus Falkenau getan haben. Ganz so, das wäre schön.